Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Jawohl! Und das ist nicht nur eine Folge, nein, das ist auch eine nagelneue Aufnahmesession. Und zwar, ich hatte ja eine OP gehabt, ja, und die ist ein bisschen heftiger gewesen auch, als ich dachte. Und deshalb musste ich ja die ganzen Folgen, die ihr jetzt gesehen hattet, in der Vergangenheit extrem vorproduzieren. So, und jetzt bin ich hier wieder back to the roots, also ich bin wieder zurück. Und deshalb eine niegelnagelneue Aufnahmesession, die also nicht schon was weiß ich wie weit in der Vergangenheit gespielt hat, sondern wir sind jetzt hier wieder relativ aktuell. Einen kleinen Vorlauf muss ich natürlich trotzdem immer vorproduzieren. Ja, wenn mal irgendwas ist, dass auf jeden Fall dann immer regelmäßig Folgen rauskommen. So, wir hatten ja in der Vergangenheit einige Specials gehabt. Einmal die Special-Folge 100 und dann die letzten 6 Folgen, das heißt von Folge 101 bis 106, hatte ich ja hier ganz liebe und nette Gäste gehabt. Ja, ich hoffe, ihr fandet das genauso lustig wie wir alle. Also uns hat das Aufnehmen richtig Spaß gemacht, so in dieser Runde zusammen. Und mal sehen, wer weiß, ob es vielleicht irgendwann auch mal ein Wiedersehen gibt oder vielleicht kommen auch mal andere neue Gäste auch mal hier hin. Nun, das wird die Zukunft zeigen. Ich habe auf jeden Fall hier noch einiges vor im Minecraft Let's Play. Und das Einzige, was ich hier übrigens gemacht habe, und zwar bei den letzten Folgen, da waren ja dann, also das heißt, das betrifft die Aufnahmesession Folge 101 bis 106 mit den Gästen. Da waren ja dann hier irgendwie die Katzen in den Truhen drin gewesen und so. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, diese Notunterkunft mit unseren Kisten zusammen, die habe ich wieder auf den Stand gebracht von Folge, 99. 100 war ja eine Special-Folge gewesen, da haben wir hier eh nichts gemacht. Und so, dass das also im Prinzip, dieses Haus hier, diese Notunterkunft und auch die Kisten in dem Zustand sind, vor dem Let's Play Together, vor dem LPT. So. Und siehe da, da sind auch wieder unsere Katzen alle. Was mir aber dann doch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das durch die Bugs ist hier in Minecraft. Oder, da sieht man, da ist noch eine Katze drin. So. Hatte ich hier auch gesehen, da ist auch eine Katze drin. Ich weiß nicht, ob irgendwie dieses Zurückführen hier von diesem Haus, ob da was falsch gelaufen ist. Oder ob das eventuell, ja, unsere Katzen sind. Unsere jungen Katzen sind, die wir uns herangezüchtet hatten und die auf einmal weg waren. Die sieht man immer so ganz kurz, hier nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, das heißt, dann ist das jetzt in 3 Kisten. Einmal hier. Einmal dort. Und einmal da. Das heißt, da sind noch 3 Katzen drin. Genau, da ist nichts. Ja, wie gesagt, entweder hat da was nicht ganz geklappt beim Zurückführen. Oder aber das sind halt unsere Katzennachkommen. Wobei ich natürlich jetzt eher darauf tippe, dass das vielleicht unsere verloren gegangenen Katzennachkommen sind. Naja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 hier. Und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht sollten wir auch mal die ein oder andere Katze mit drüben ins Haus reinnehmen, wo das noch nicht so ganz eingeengt ist. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal 3 Katzen mit. Und du auch noch. So, und wir gehen jetzt mal hier drüben in den Bau rein. Und da muss ich jetzt natürlich gucken. Es ist jetzt für mich sehr, sehr lange her, wo die letzte Aufnahmesession stattgefunden hat. Wie gesagt, die hat stattgefunden vor meiner OP. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. So, seid ihr hier? Dann pass mal auf. Eine hier hin. Dann würde ich ganz gerne eine hier so haben. Hier! Und du kommst mal nach hier hin. Und du bleibst dann, ja, hier. Haben wir auch gleichzeitig einen kleinen Creeper-Schutz. So, da haben wir schon mal 3 Katzen auch mal hierhin verteilt.
So, also wie gesagt, die letzte Aufnahmesession ist für mich verdammt lang her. Jetzt gucken wir mal eben. Ich muss mal gucken, wie weit ich gekommen bin. Wir hatten ja dort am Haus weitergebaut, die Decken. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, sorry, wenn ich mich noch mal kurz ein bisschen räuspern muss. Weil eigentlich bin ich jetzt eher aus dem Krankenstand wieder zurück, als ich eigentlich wollte. Aber die letzte Aufnahmesession war doch recht kurz gewesen und ich hatte danach keine Möglichkeit gehabt, neue Folgen noch aufzunehmen für euch. Deswegen musste ich jetzt leider etwas eher aus meinem Krankenstand zurückkommen. So, das korrigieren wir mal eben ganz kurz. So. Da hatte ich nämlich Karotten doch falsch geschrieben gehabt. So, jetzt ist es richtig. Nämlich nur mit einem R. So. Das heißt, das ist dann auch schon mal erledigt hier. Moment, ich regle mal eben kurz bei mir etwas die Lautstärke runter. Also, alles klar. Das heißt, wir könnten ja auch mal wieder ernten. Sollten wir auch. Nicht alles. Aber zum Beispiel hier der Weizen ist auf jeden Fall fällig. Und hier die Karotten. Wo steht denn die Sonne? Gut, dann verschaffen wir uns doch mal eben hier kurz einen kleinen Überblick, wie weit wir hier eigentlich sind. So, hier ist die Decke komplett reingezogen. Hier auch. Also auf jeden Fall hier von innen. Die, ja, wie gesagt, die Decke, die wir hier brauchen. Hier müssten dann auch mal Türen rein. Okay, hier ist auch alles zu. Müsste ja dann eigentlich schon safe hier drinnen sein. Gut, da hinten unser Treppenhaus ist natürlich noch offen. Ja, super. Hier ist auch zu. So, dann gucken wir uns das mal eben kurz an. Wolle haben wir noch ein bisschen. Genau, ich erinnere mich, daraus wollten wir hier noch Ziegelsteine machen. So, dann gucken wir mal eben. Nee, falsch. Ach, da kann man mal sehen, wie lange ich schon nicht mehr hier war. Da verlaufe ich mich hier im eigenen Haus. Hier ging es nach oben. Ach, genau, richtig, richtig. Hier spawnten ja schon Skelette. Da hatten wir dann so ein bisschen ausgeleuchtet. Aber da noch nicht. So, jetzt musste ich mich gerade doch mal im Räuspern. Da habe ich Mikro mal eben ausgemacht. Okay, alles klar. Das heißt, hier können wir weiterbauen. Nee, komm, das lasse ich mal. Hier stelle ich nicht weiter Fackeln auf. Weil da könnten wir hinterher eigentlich dann auch schon den Boden reinziehen. Genau. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal und ernten die Felder ab. Weil wenn wir hier am Bauen sind, in der Zeit kann das ja wieder neu wachsen. So, das machen wir aber, nachdem wir gleich geschlafen haben. Jetzt gucken wir nochmal eben. Wir haben hier... Genau, wir brauchen noch mehr Ziegelstein. Was haben wir denn hier? Da haben wir Ziegelstein. Gut. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4 für unsere 4 Öfen. Aber pass mal auf, wir haben ja da einen. So, dann kommt das hin. Wegen dem einen Stein, den wir da noch haben. Gut. Das sieht aus mit dieser Katze da drin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zack. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatsch. Zack haben wir vergessen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, weil es ist nämlich auch noch folgendermaßen. Ich möchte ganz gerne hier mit unserem Bau nämlich auch vorwärts kommen. 4, 5, 6, 7, 8. Halt. Weil ich habe nämlich noch so viele Ideen, was wir hier demnächst alles bauen. Also einzelne neue Bauprojekte. Und die möchte ich so schnell wie möglich hier verwirklichen. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich der Reihenfolge nach gehen. Dieses Haus, da muss erstmal fertig gemacht werden. Und dann müssen wir uns mal Gedanken machen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, hier noch ein Stockwerk drauf zu bauen. Und dann das Dach drauf. Jetzt bin ich ja schon am Überlegen, ob ich das Dach direkt drauf baue. Also das heißt, dass wir Erdgeschoss haben
Und dann kommt das Dachgeschoss direkt. Weil das könnte, glaube ich, ein bisschen heftig werden. Weil, wie gesagt, wenn das jetzt nicht das Let's Play wäre, sondern privat, ich das privat spielen würde, würde ich es natürlich so bauen. Aber ich finde, im Let's Play könnte sich das ein bisschen hinziehen. Und ich möchte gerne hier demnächst anfangen, viele, viele weitere neue Bauprojekte hinzuzufügen, beziehungsweise zu bauen. Ja, und da müssen wir dann ein bisschen Gas geben. Wir machen mal Folgendes. Die packen wir mal eben kurz hier rein. Legen und schlafen. Und gehen dann mal eben an die Feldarbeit. In der Zeit können nämlich dann da hinten die Steine vor sich hin brutscheln. So. Weil wir brauchen hier unbedingt, was wir aber als erstes machen könnten, den Tieren ein wenig Liebe schenken. So, wir haben alles dafür da. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ganz ehrlich, die Schafe könnten eigentlich reichen. Weil wir müssen aufpassen mit den Tieren, dass das nicht zu viel wird. Sonst fängt Minecraft nämlich extrem an zu ruckeln. Weil eigentlich war das von den Schafen ja schon ganz in Ordnung gewesen. So, komm. Und dann ist gut mit den Schafen. Weil ich glaube, da kriegen wir genug Rohstoffe raus. Also das heißt Wolle. Komm, das reicht. Weil nicht, dass das hier zu sehr anfängt zu stocken, weil das ist natürlich dann schon extrem heavy. Wir müssen dahinter sowieso noch gucken, wegen unserem Schlachtgehege. Aber dazu kommen wir später. So, das sollte reichen. Ja, lassen wir jetzt nicht mehr weiter vermehren, die Schafe. Diesen Stand, den halten wir jetzt fest. So, ihr Schweine, dann kommt mal her. Quiek, quiek, ihr kleinen Schweinchen. So, du darfst auch. Du darfst mit ihr und du darfst mit ihm. Und du, Schwein, darfst mit dem Schwein. Und du da, hier. Und jetzt haben wir hier eine komplette Sauerei. Ja. Wie, du hast auch noch nicht? Oh, noch einer ohne Fahrschein? Oder musst du jetzt, ja, mit dir selbst glücklich werden? Was ist denn mit dir? Auch schon. Ja. Ich glaube, dann bist du eine arme Sau. Nee, wir haben keinen Partner mehr für dich. Gut. Beim nächsten Mal. Versprochen. So, jetzt gehen wir mal hier zu den Kühen. Halt zu. Also Schweine brauchen wir natürlich noch einiges. Kühe auch. So, wie war das hier bei den Kühen? Kühe sind doch noch nach wie vor, genau. Weizen, da stehen die drauf. Genau, du auch. Da gab es schon Erfahrungspunkt. So, ich glaube, wir haben hier die Kühe soweit alle beglückt. Ich glaube, die hatten alle ihren Spaß. Kam auch, glaube ich, richtig auf von der Zeit. Von der Zahl her. Okay. Geh mal mit deinem dicken, fetten Arsch hier weg. Okay. Also da haben wir noch einiges zu tun. Ja, die Hühner, das wird ja langsam was hier. So, dann sammeln wir auch mal eben hier die Eier auf. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus mit den Hühnern. So. Okay, dann lassen wir die jetzt auch mal hier glücklich sein. Vermehret euch. Sorgt für Nachkommen. Das war... Ah, nee, wir haben noch was. Schon gerade sagen, weil Hühner sind doch schon ein paar mehr jetzt mittlerweile. Also da wird doch bestimmt noch ein bisschen mehr bei drauf gehen hier an Samen. Hauptsache, die stehen jetzt hier gleich nicht alle wieder vom Ausgang.
Das wäre dann ziemlich blöd, weil wir dann wieder nicht rauskommen. Okay, das war's. Gucken, dass wir hier noch Erfahrungspunkte kriegen. Da haben wir noch welche. Ah, sehr schön. Was für ein Level haben wir denn? 38. Ach du Scheiße. Wir sollten ganz schnell mal einen Zaubertisch herstellen. Da sollten wir mal ganz schnell machen. So, und jetzt mache ich nämlich Folgendes. Ach du Schande, hier fehlt ja noch Schlachtgehege, blutige Angelegenheit. Genau, hier müssen wir noch ein Gatter machen. Okay, das machen wir mal eben ganz schnell. Komm, da geben wir auch hier richtig Galle. Moment, ein Gatter haben wir... Nein. Da haben wir so ein Zaunstück. Da haben wir bestimmt dann mal vor Urzeiten das Stück Zaun da rausgemacht und wollten dann mal ein Gatter bauen.